Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Geld verdienen mit den eigenen Fotos. Das wär's doch. Ihr kommt aus dem letzten Urlaub, ihr wart in Spanien, habt super schöne Fotos von der Küste gemacht, von den Bergen gemacht, kommt jetzt nach Hause und könnt mit diesen Fotos dann auch noch Geld verdienen. Wäre doch eine super Sache. Und genau das funktioniert auch. Die wenigsten kümmern sich darum, aber man kann hier mit wenig Aufwand dauerhaft wirklich gutes Geld mit seinen eigenen Fotos verdienen. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür machen müsst, das erkläre ich euch wie immer im Video. Ich selber fotografiere jetzt schon ziemlich lange, das ist mehr als 18 Jahre und bin auch hauptberuflicher Fotograf. Das heißt, ich verdiene natürlich in der Hauptsache mein Geld mit Auftragsarbeiten. Hochzeitsfotografie, Familienfotografie, Porträtfotografie, Studiofotografie, auch Produktfotografie ist mit bei. Das ist natürlich mein Hauptgeschäft. Jetzt bin ich natürlich wie alle anderen auch immer mal im Urlaub und mache dort auch Fotos. Oder ich fahre auch einfach mal zum Fotowalk irgendwo hin, zum Beispiel in Berlin etc., um dort auch Fotos zu machen. Jetzt habe ich mich früher oder später dann gefragt, du hast jetzt hier einen Haufen Fotos, die kannst du natürlich bei Facebook hochladen oder Instagram und kannst dich freuen, wenn andere Leute die liken. Aber wie kannst du Geld mit solchen Fotos verdienen? Denn auch hier habe ich ja Zeit investiert und ich kaufe mir auch vielleicht mal ein neues Objektiv etc. Also wie kann ich aus diesen Fotos, die von der Menge nicht unerheblich sind, Geld machen? Dann habe ich am Anfang vor 6-7 Jahren darüber nachgedacht, eine eigene Website damit zu machen und quasi das Ganze direkt zu vermarkten. Das kann man versuchen, aber wird schnell feststellen, dass es ein Haufen Aufwand ist und auch viel Geld kostet, zum Beispiel für Werbung, um die Leute auf deine Seite aufmerksam zu machen. Dass sie draufgehen und dann deine Fotos finden und im allerbesten Fall kauft es vielleicht auch jemand. So, jetzt kannst du dort für ein Foto vielleicht 25, 50, es gibt auch Seiten, manche kleinen Seiten, die verlangen noch 100 Euro für ein Foto. Dann gibt es aber eine Exklusivlizenz, das heißt, ich verkaufe mein Foto einmal und darf es dann in der Regel nicht nochmal verkaufen, sondern derjenige hat dann die exklusive Lizenz für mein Foto und kann es zum Beispiel auf seiner Website verwenden. Das fand ich jetzt erstmal blöd und habe dann natürlich ein bisschen weiter recherchiert und dann wird jeder, der irgendwie auf Verkaufen von Bildern im Internet mal ein bisschen recherchiert im Internet, schnell darauf stoßen, dass man das Ganze über große Agenturen machen kann. Eine meiner bevorzugten Agenturen ist zum Beispiel Shutterstock und dort habe ich vor 6 Jahren angefangen, selber Bilder anzubieten. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Shutterstock ist nichts anderes als eben so eine große Bildersuchmaschine, in der jeder, ob gewerblich oder privat, seine Fotos zum, sagen wir, Verkauf anbieten kann. Das heißt, ein Betreiber von der Website sucht jetzt zum Beispiel markantes Foto, Fernsehturm oder sonst irgendwas. Dann war es vor 15 Jahren noch so, dass sie sich an Fotografen gewendet haben, haben gesagt, Mensch, wir brauchen ein tolles Foto von dort und dort, fahr mal los, du kriegst Betrag X dafür. Das macht heute keiner mehr, denn dafür gibt es das Internet. So, das heißt, es gibt genügend Fotografen, die jetzt schon mal losgefahren sind, ein Foto vom Fernsehturm gemacht haben und die bieten ihre Fotos über solche Agenturen wie zum Beispiel Shutterstock zum Verkauf an. Der Vorteil an so einer großen Agentur ist natürlich, dass ich mich um nichts kümmern muss. Die übernehmen meine Werbung. Die übernehmen das komplette Inkasso, das heißt, sie kümmern sich darum, dass das Geld vom Kunden reinkommt. Und ich persönlich bekomme einmal im Monat eine Abrechnung und bekomme dann mein Geld. Viele Fotografen sagen jetzt natürlich, ich biete meine Bilder darüber nicht an, denn es ist ein Haufen Aufwand, ich muss die da hochladen, ich muss ein Keyword finden, ich muss einen Titel dafür finden, dann wird es eingestellt und wenn dann jemand mein Foto kauft, dann bekomme ich im Endeffekt nur 30 Cent zum Beispiel für den Verkauf. Das ist so nicht ganz richtig, denn klar, ich habe erst meinen Aufwand, ich lade es dort hoch, ich muss einen Titel eingeben und mir ein paar Keywords raussuchen und dann wird das Ganze veröffentlicht. Aber ich verkaufe das Foto nicht einmal und eigentlich verkaufe ich es gar nicht, sondern ich verkaufe lediglich eine Lizenz an jemanden. Das ist ähnlich wie im Musikbusiness. Dort bekommen die Künstler ja auch sogenannte Tantiemen. Das heißt, von jedem Verkauf, jeder CD etc. Bekommen sie einen kleinen Teil ab. Und so funktioniert es hier auch mit den Fotos. Das heißt, ich kann mein Foto verkaufen, bekomme vielleicht nur 30 Cent, aber ich kann es nicht nur einmal verkaufen, sondern ich kann es vielleicht 500, 600 oder 1000 Mal verkaufen. Denn es ist auch nicht zeitlich begrenzt. Ich habe Fotos, mittlerweile verkaufe ich seit 6 Jahren meine Fotos, zum Beispiel über Shutterstock. Und ich habe Fotos, die habe ich vor 6 Jahren eingereicht, die verkaufe ich heute immer noch sehr gut, weil sie einfach zeitlos sind. Es sind Aufnahmen, Natur-, Landschaftsaufnahmen, die einfach gut sind und die verkaufst du dann auch, die verkaufst du dauerhaft. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, wenn ich vielleicht ein Foto über mehrere Jahre 1000 Mal verkauft habe, dann habe ich nicht 30 Cent, sondern ich habe dann
300 Euro für das Foto bekommen. Und jetzt zeig mir mal irgendjemand, der irgendwo normal 300 Euro für eine normale Landschaftsaufnahme ausgibt. Wirst du nicht bekommen. Deshalb ist es ein Vorteil, seine Fotos gut und gerne über solche Agenturen anzubieten. Grundlegend muss man jetzt sagen, was kann man damit verdienen? Also der Schnitt für einen Verkauf auf so eine Agentur, wie zum Beispiel Shutterstock, liegt bei 30 Cent. Das heißt, ich als Fotograf bekomme für eine Lizenzierung 30 Cent. Jetzt gibt es unterschiedliche Lizenzmodelle. Das heißt, wer zum Beispiel bei Shutterstock selbst ein Foto-Abo hat als Käufer, zahlt natürlich weniger, als wenn er nur ein einzelnes Foto kauft. Oder jemand sagt, ich möchte eine hohe Auflage zum Beispiel verkaufen. Es gibt verschiedene Lizenzmodelle, sodass sich der Preis hier auch noch für mich als Fotograf ein bisschen relativiert. Das heißt, ich bekomme, bei mir ist es so, dass ich im Schnitt mittlerweile so um die 1 Euro bekomme. Das hängt damit zusammen, dass ich mal eine Lizenz für 2,50, 2,80 verkaufe oder auch mal eine Lizenz eben dann für 30 oder 40 Cent. Und dadurch ergibt sich bei mir so ein Mixpreis von ungefähr 1 Euro. Das heißt, es hört sich dann schon anders an. Und dann liegt es natürlich auch an der Masse der Fotos. Ich habe jetzt mittlerweile knapp 25.000 Fotos, die ich über Lizenz anbiete. Und da kann jeder mal ein bisschen selber rechnen. Da ist man dann sehr schnell, das kann ich so auch bestätigen, bei einem vierstelligen Betrag. Und zwar nicht im Jahr, sondern jeden Monat, den ich alleine für den Lizenzverkauf an meiner Fotos bekomme. Das heißt, alle Fotografen, die jetzt sagen, ich verkaufe mein Bild nicht für 30 Cent, das ist erstmal richtig, aber es ist sehr kurzfristig gedacht. Denn über diese Agenturen kannst du eben deine Fotos über einen unbegrenzten Zeitraum lizenzieren. Und wenn dein Foto gut ist, dann wird es auch entsprechend oft gekauft werden. Und dann hast du auch einen entsprechend hohen Preis für dein Foto im Endeffekt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Bei solchen Agenturen kann sich jeder anmelden. Das heißt, sowohl der Hobbyfotograf kann sich dort anmelden, als auch der gewerblich tätige Fotograf. Ein Vorteil hat das allerdings, wenn du Hobbyfotograf bist, dann musst du nicht extra ein Gewerbe anmelden, wenn du über solche Agenturen deine Fotos anbieten willst. Denn wenn du zum Beispiel in Deutschland wohnst, dann zählt diese Art des Verkaufs, da du ja keine Auftragsarbeiten annimmst, als freiberufliche Tätigkeit. Das heißt, für eine freiberufliche Tätigkeit musst du kein Gewerbe anmelden, es wird sich keine Innung bei dir melden, die Gebühren oder irgendwelche Beiträge haben wollen, sondern du hast einfach nur eine freiberufliche Tätigkeit. Das Einzige, was du machen musst, ist zum Jahresende die Einnahmen aus dieser Agentur, zum Beispiel von Shutterstock, in deiner Einkommensteuererklärung mit angeben. Das heißt, versteuern musst du die Einnahmen auf jeden Fall, aber du hast nicht die Rennereien und nicht den Aufwand, eine Firma gründen zu müssen oder ein Gewerbe anmelden zu müssen. Und das ist ein Riesenvorteil, gerade für Fotografen, die es eben hobbymäßig nur machen und dort mit ihren Fotos einfach ein paar Euro dazu verdienen wollen. Natürlich muss man auch sagen, dass du, wer jetzt die Vorstellung hat, ich lade 10 Bilder hoch und habe morgen 200 Euro verdient, also den Zahn muss ich natürlich auch jedem ziehen. Ja, das ist ganz klar. Auch hier macht es natürlich eine gewisse Anzahl von Fotos, die man bereitstellt und quasi zum Kauf anbietet. Aber seid mal ehrlich, wenn ihr mal eure Festplatten durchsucht, wie viele Fotos, zum Beispiel aus den letzten Urlauben, habt ihr? Ich kenne viele Fotografen, bei denen schlummern mehrere tausend Fotos, super Fotos auf Festplatten und das ist totes Kapital. Da könnt ihr wirklich Geld mitmachen. Wenn man jetzt überlegen würde, man würde diese Fotos online stellen und selbst wenn du jedes bei 1000 Fotos, wenn du jedes nur einmal verkaufen würdest, nur für 30 Cent, hast du 300 Euro damit verdient. 300 Euro, die du verdient hast oder 300 Euro, die du nicht verdient hast, weil deine Fotos irgendwo auf einer Festplatte schlummern. Natürlich muss dir klar sein, dass das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird, denn du musst natürlich das Foto hochladen, du musst einen entsprechend guten Titel finden, der dein Foto entsprechend gut beschreibt und du musst ein paar Keywords raussuchen. Aber Shutterstock ist hier auch schon ziemlich fortgeschritten. Das heißt, hier gibt es schon ein Keyword-Tool zum Beispiel. Da gibst du nur deinen Titel ein und er schlägt dir entsprechende Keywords dafür vor, die auch super sind, die auch passen, nutze ich auch. Das heißt, die Zeit, die du ungefähr investieren musst pro Foto, liegt bei mir, ich bin jetzt natürlich schon ein bisschen eingearbeitet, um eine Minute. Also in einer Minute hast du ein Foto hochgeladen, hast das Foto entsprechend mit dem Titel versehen und mit dem Keyword. Das heißt, du sitzt jetzt nicht stundenlang, um das eine Foto irgendwie irgendwo anzubieten. Und das Gute ist, dass die Agenturen, zum Beispiel wie Shutterstock, ihre Fotos weltweit vermarkten. Das heißt, du musst jetzt nicht gucken, ist nur auf dem deutschen Markt oder nur auf dem amerikanischen. Es wird weltweit vermarktet. Die Software an sich übersetzt auch deinen Titel in alle Sprachen, die notwendig sind und die es gibt. Und auch die Keywords werden entsprechend übersetzt. Das heißt, der Aufwand, den du hast, der ist schon ziemlich gering. Dafür, na klar, kassiert die Agentur auch einen Betrag X von den Einnahmen.
Aber du musst dich eben um nichts kümmern. Du kannst dein Foto hochladen und kannst ganz normal warten, ganz entspannt warten. Am Monatsende guckst du deine Übersicht an und sagst, boah, super, habe ich Betrag X verdient und den habe ich. Da muss ich mich um nichts weiter kümmern. Also, bei wem ich jetzt das Interesse geweckt habe, und wer Interesse daran hat, natürlich mit seinen eigenen Fotos Geld zu verdienen, das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Für den packe ich nochmal einen Link für die Anmeldung bei dieser Agentur, also bei Shutterstock speziell, in die Beschreibung. Link anklicken, dann kommt ihr in den entsprechenden Anmeldebereich und könnt euch dort als Fotoanbieter bei Shutterstock anmelden. Ist ziemlich simpel, müsst ihr nur ein paar persönliche Daten angeben. Dann reicht ihr einmal 10 Fotos ein, davon wird halt die Qualität einmal geprüft, ob ihr auch vernünftige Qualität abliefert. Und so wie die angenommen sind und die Annahmequote ist dort recht hoch, denn die möchten ja auch was verdienen, könnt ihr eure eigenen Fotos anbieten und damit quasi ab Tag 1 auch schon Geld verdienen. Vielleicht habt ihr selber auch schon Erfahrungen mit solchen Stockagenturen gemacht, wie zum Beispiel Shutterstock. Meine persönlich sind sehr gut, kommt natürlich auch immer auf die Menge an von Fotos und auf die Qualität der Fotos, die ihr einreicht. Aber wie gesagt, wenn ihr eigene Erfahrungen gemacht habt oder ihr habt euch vielleicht jetzt angemeldet und habt schon mal den ersten Verkauf, dann lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr verkauft habt, was ihr dafür bekommen habt, wie eure ersten Eindrücke davon sind. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr es informativ fandet, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.